Test, Test. Okay. Scheiß, wollen wir hier nicht hören, ey. So, dann habe ich das, das, das. So, liebe Freunde, wir machen heute weiter. Stream, natürlich wieder. Metro. Und wir gucken mal, wie weit wir kommen. Wir machen heute wieder ein, zwei Stunden Streaming. Der erste ist schon da, hallo. In den Ruinen eines Sommerlagers für Kinder bin ich auf ein paar Einheimische gestoßen. Scheinbar mögen sie Touristen nicht allzu sehr. Aber ich muss den Damm erreichen. Mein Funkgerät ist nass geworden. Und ich kann die Funksprüche der Aurora nicht beantworten. Anna macht sich Sorgen. Ich sollte unterwegs die Kirche besuchen. Ein guter Orientierungspunkt. Aljoscha könnte dort auf mich warten. So, wir spielen heute wieder ein bisschen Metro. Die ersten vier Parts von den letzten Streams sind online. Ich mache das immer so, dass wir hier ein, zwei Stunden streamen. Heute ein bisschen früher, eine Stunde früher, weil ich nachher noch einmal zum Zahnarzt muss. Hier vorne mein Zahn, da ist so eine Medizin drin. Da muss er noch einmal heute aufmachen und dann nochmal die normale Medizin reinmachen. Deswegen habe ich ab 17 Uhr keine Zeit mehr. Deswegen 15 Uhr der Stream bis 17 Uhr und um 17.30 Uhr muss ich dann zum Zahnarzt. So passt das dann halt. Sonst hätte ich um 16 Uhr mal angefangen bis 18 Uhr, aber heute machen wir ein bisschen früher. Und wir werden dann jetzt ein bisschen Metro weitermachen. Wir waren ja letztes Mal da oben in diesem Haus. Mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Da war so ein Riesenbär und viele Wölfe. Mal schauen, was wir hier noch erleben werden. So, jetzt geht das wieder. Oh, ich brenne. Oh, ich brenne. So, und jetzt müssen wir mal hier weitergehen. Müssen mal gucken, wo wir hier weiterkommen. Hier waren ja irgendwie Wölfe und so ein Scheiß. Gucken wir, ob es Mäppchen. Ich muss da vorne hin, aber hier links ist noch was. Holy shit, warum hat das gerade so hart geleckt? Okay, das kann sein, ja. Das Spiel wieder neu gestartet, Level muss erst laden und bla bla bla. So, dann gucken wir mal, was hier so ist. Weil hier oben sind so eine... Gerüstdinger, kann ich hier rauf? Oh yeah! Ah, komm hier, mach dir mal nix, Arsch! So, jetzt haben wir den schon mal tot. Und hier vorne ist ein Fragezeichen, ne? Wollen wir mal gucken, warum das Fragezeichen da ist? Ich habe Angst vor den ganzen Hunden. Kollege, gib mal den Pfeil wieder zurück, den du in deinen Bauch geschossen gekriegt hast von mir, Kollege. Ist das die Höhle? Oh ja. Oh ja. Das ist die Höhle. Dann gehen wir hier mal rein. Wie ging das immer? Navi? Da. Ja. Knusprig, Alter, hier wieder. Aha. Ich hab Angst vor so eine Sache. Oh je. Ah, hier ist wieder irgendwas. Ah, guck mal. Der hat hier in der Höhle gewohnt, oder was? Hat er die hier eingefecht? Nach mehr sieht das nicht aus, außer nach einem Buch. Oh, Mama! Du Ekelhafter, ich töte dich! Alter, der hat mich so erschrocken. Holy shit, Mann. Alter, Leute, mir geht's gut. Ja, aber ich hab mich todeserschrocken. Holy shit, Mann. Alter Schwede. Ich soll irgendwann mal
auch Horrorfilme. Also Horrorspiele-Stream. Ja. Yep. Dann könnt ihr mal den größten Hosenscheißer der Welt sehen. Alter, ich schrei. Ich krieg Herzinfarkt. Ich fange an zu schwitzen und so einen Scheiß, Junge. Ah, hier ist nett. Der Alter, die Leiter sieht man ja fast gar nicht, Mann. Ja, ich hab mich auch erschrocken, Mann. Aber richtig, Digga. Ja. Das ist halt übelst krass. Holy shit. Hört ihr das? Was ist das hier überhaupt? Ah, guck mal. Da sind die abgetrennten Köpfe von den Wölfen mit dran, ne? Hier ist nichts. Das Crack kann ich nicht nehmen. Ja, dann müssen wir hier mal reingehen. Mal gucken, wo wir hier hinkommen. Hier geht's offensichtlich nicht weiter. Müssen wir wohl hier runter. Hui! Wow, die Rutsche ist ja... Mal aufladen, den Scheiß. Ja, ich hab... Hallo? Also gut, lass uns das Seil durchtrennen und ihn mit dem anderen zum Lager bringen. Hey, wartet mal. Ihr Pioniere habt schon einen. Und der hier ist unser Fang. Er wurde auf unserem Territorium erwischt. Das Netz gehört mir, also leck mich. Warum habt ihr die Falle dann auf unserem Territorium ausgelegt? Abgesehen davon habt ihr schon den Rucksack eines Eindringlings. Ich bin nach dem Rucksack getaucht, als du dich verdrückt hast. Ich hab mich verdrückt? Ihr seid Piraten, ihr habt mehr Boote. Und der hier wird dem Waldrat vorgeführt. Ihr seid alle Feiglinge. Er ist ein Eindringling, ein Feind. Bist du ein Bandit oder was? Was hat der Lehrmeister gesagt? Er hat gesagt, wir müssen anders sein. Hast du das vergessen? Bist du nicht etwas übermütig? Der Lehrmeister wollte, dass wir uns erst verteidigen. Alles andere kommt später. Habt ihr vergessen, was die Eindringlinge hier wollten? Er ist auch ein Eindringling. Also Leute, muss er da nicht herbringt. Ist, hier ist was Großes. Hi. Der Rat beschließt dann, ob wir ihn töten. Schöne Nase. Das ist mein Bruder. Hau sie. Ja, bring sie um. Mach ihn tot! Warum rennt ihr und zündet ihn an? Mal durchschneiden ihr den Scheiß. Oh, oh, ah. Hallo? Die haben meinen Cousin angezündet. Das war doch nicht mein Bruder. Warum haben diese behinderten Dorfbewohner nichts dabei? Holy shit, man. Wo müssen wir jetzt hin? Jetzt haben die mir aber verraten, dass die irgendwo meinen Ranzen liegen haben, diese Bauern. Und ich will den haben. Meinen Ranzen. Was haben sie jetzt verraten? Oh, hier, Crack. Weil irgendwo haben sie jetzt meinen Ranzen. Das ist schon mal gut zu wissen, okay? Der süße Bär, ne? Ja, ist mein... Cousin von mir und so. Leckt das gerade? Manchmal ruckelt das, ich weiß nicht wieso. Kann man hier irgendwas machen? Läuft das normal? Ja, doch, jetzt wieder, ne? Aber manchmal hat das so einen kleinen Ruckler. Hat sich angehört, als wenn irgendjemand schwimmt da. Hört ihr das? Keine Ahnung. Nur man sieht halt einfach nichts da. Naja, mein Bruder ist jetzt weg. Dann müssen wir mal hier weiter gucken. Hallo?
Also bist du freundlich. Entkommen, du Arschloch. Ich bin man freundlich. Ah, mein sein, Ranzen. Um dem Gebieter des Waldes zu entkommen. Das ist meiner. Das bedeutet, dass du gefährlich bist. Verdammt. Verdammter Rucksack. Ich war zu gierig. Ich war zu gierig. Soll ich dir helfen? Tja, dann erschieß mich. Nein. Oder hau ab. Ich muss mich bereit machen. Für die letzte Prüfung. Muss dem Lehrmeister sagen, dass ich unsere Leute verteidigt habe. Dass ich mich nicht verdrückt habe. Dass ich die Mädchen nicht bedrängt habe. Oh. Lehrmeister, ich bin hier. Ich würde den gerne in den Fuß schießen, aber dann stirbt er bestimmt, oder? Wow, er ist doch tot jetzt. Oder? Naja, sieht tot aus. Aber lassen wir ihn mal. So, was wir jetzt mal abnehmen können, ist das da. Wir gehen mal auf I. Oh yeah. So, Knarre können wir nicht umbauen, ne? Ah, dafür müssten wir... Ah, aber das können wir machen. Rotlaser brauchen wir nicht. Gut, wir haben wenigstens schon mal ein paar Sachen. Mal gucken, ob wir den anderen Shit finden. Noch herum, falls der Gebieter ihn nicht erwischt hat. Noch mehr Gründe, uns zu beeilen. Ja, lasst uns einen Zahn zulegen. Ich finde es hier unheimlich. Ja, genau. Alter, das waren vier Leute. Aber jetzt finden sie den. Und ich habe den am Leben gelassen. Verdammt. Du bist dem Gebieter fast entkommen. Hört sich so an, als wenn die Boys zurückkommen. Hoffen wir mal nicht. Wir pfeift, ne? Da gibt's Koteletts. Hallo? Ich bin nicht dein Feind. Nimm ich deine auch Waffe nicht. Runter. Ich habe die Eindringlinge nicht angegriffen. Nicht zuerst. Okay. Ich musste nur einmal schießen und schloss meine Augen dabei. Oh. Ihr habt uns angegriffen und vergewaltigt und getötet. Wir haben uns nur verteidigt. Du schießt nicht? Ich hab dich nicht vergewaltigt. Nun, wenn du nicht schießt, dann stimmt es wohl, dass manche Eindringlinge in Ordnung sind. Wir sind Pioniere. Wir töten nur Banditen. Die Piraten hingegen. Die verwandeln Eindringlinge in Nadelkissen und warten nicht erst ab, was der Waldrat sagt. Außerdem rauben sie. Wie Banditen. Wir sind anders. Und das, obwohl wir zusammen groß geworden sind. Was ist denn mit deiner Stimme? Wir machen, was der Lehrmeister uns gesagt hat. Aber... Sie interpretieren seine Worte falsch. Das ist jetzt komisch, ne? Die anderen vier sind noch da drüben. Wenn ich jetzt zu denen gehen würde, würden die mich töten? Würden sie das nicht tun? Ich weiß es nicht. Er lässt mich ja jetzt offensichtlich in Ruhe, weil dann gehe ich von ihm weg. Aber wie unterscheide ich jetzt Pioniere und die Dinger, diese Banditen? Die sehen doch alle gleich aus. Bring
nur unsere Leute im Lager nicht um. Das sind Frauen und Kinder. Bitte, tu ihnen nichts. Ja, solange sie mir nichts tun. Kommst du durch die Höhle oder per Boot vorbei. Bitte tu nur niemandem etwas. Ja, ja, ist ja gut. Okay, ich soll per Boot oder durch eine Höhle an denen vorbeischleichen. Ohne durch das Dorf zu gehen und Leute zu töten. Ich lese mal kurz den Chat, war das irgendwie viel los. Von den Bären. Schatz, solange deine Fatzcam keine Ruckler hat, ist alles okay. Lass ihn leben. Was ist hier los? Mein Trüffelschnäuzelchen. Oh, bei mir ist alles okay. Bei dir auch, B2K? Superstar, hä? Schon mal eigentlich Metro immer mein Privatstream mit Labi. Was wird denn blöde eigentlich hier? Auch ein Stück vom Labi-Kuchen. Kannst du verkleiden? Ich glaube, man kann sich nicht verkleiden, nein. Nicht so gierig. Was willst du denn? Super. Das ist mein Labi, B2K. Ah. Ja, ich gehöre Supercell, lol. Alleine wegen dem Namen möchte ich, dass er meine Vulva penetriert und mich stimuliert. So, wir gucken mal. Wo ist hier das Boot? Wir sollen nicht durch das Dorf und wir sollen dort keine Leute töten. So. Und wir kommen da nur vorbei. Aber wir sollen da hin. Ich probiere das einfach mal aus. Wenn sie mich töten, töten sie mich. Mach einen besseren Knoten. Der hier. Ich speichere mal. Hey, bring ich dir etwa bei, wie man nichts tut? Nein, tue ich nicht. Hallo. Also, halte dich aus. Was ist denn mit dir, Mann? Bist du bescheuert oder was? Ich war freundlich, ich hab Hallo gesagt. Jetzt wollen sie mich töten. Das ist eindeutig, Mensch. Töte ihn. Au! Du heilige, ach du heilige, heilige Flamme soll mir beistehen. Wo ist die heilige Flamme? Ich hab schon Labis, okay, das lese ich jetzt nicht vor. Du darfst nicht stehen bleiben, sonst spinnt dein Stream. Nee, das liegt an was anderem. Ich weiß nur nicht an was gerade, weil wir streamen halt immer mit der... Mit der Geschwindigkeit und der Power und das geht eigentlich. Mach einen besseren Knoten. Der hier wird sich lösen. Hey. Oh shit. Lad schnell nach. Leute, das ist zu viel für uns. Schnell, weg von hier. Hier. Der Eindringling ist hier. Hier. Geh nochmal. Nee, das läuft bei mir alles eigentlich. Warte mal. Ich will nur mal was gucken, ganz kurz. Ich tapp mal kurz raus. Wartet mal. Die größten Probleme macht das nämlich immer, wenn BlueStacks an ist. Aber bei mir läuft eigentlich alles. Also bei mir läuft alles super, super flüssig. Bei mir läuft eigentlich alles übelst gut. Er hat gesagt, ich soll hier durch die Höhle. Irgendwo kann ich auch durch eine Höhle. Ah, guck mal. Wir gehen mal durch die Höhle, weil er hat gesagt, wir sollen niemanden töten, okay? Wir gucken einfach mal, wo wir hier längs kommen. Wir machen dabei aber mal unser Baby hier an. Weil er hat gesagt, wir sollen durch die Höhle. Da ist niemand. Da kommen wir an den Boys vorbei, ohne die zu töten, okay? Dann machen wir das auch einfach mal. Hier ist eine Falle. Aber da ist keine Dings dran, oder? Keine Sprengung oder so. Geh weg. Schlange, oder ich hau dir ein paar von Latz.
So, hier ist... guck mal. Oh, ja. Was haben wir jetzt gekriegt? Ich guck mal kurz in meinen Ränzel ein. Mehr Schaden. Geil. Alter, da können wir die Armbrust ja voll aufmotzen. Nur schade, dass unsere anderen Waffen halt weg sind, ne? Ich hätte halt gerne meine AK wieder und so. Hey Johnny, okay. Okay. Jedes Mal, wenn ich spiele, Leute, crasht das Game einmal. Ich weiß nicht, wieso, aber es crasht. Aber das Gute ist, ich habe das jetzt rübergepackt und kann das jetzt so schließen und dann machen wir das einfach so wieder auf. Aber jedes Mal, wisst ihr, letztes Mal im Stream, wo wir angefangen haben, das Spiel zu spielen, ist das auch gecrasht. Und jetzt auf einmal, ne, das ist, Digga, ich verstehe das nicht. Keine Ahnung, woran das liegt, aber... Vorher war das nicht so, aber nachdem dieser Crash war, weiß ich noch gestern, da lief das dann danach gut, das Spiel. Ich weiß nicht warum. Wie gesagt, mein PC, der lacht über das Game. Also was die Grafik und die Anforderungen angeht und das Stream auch. Das Problem ist halt einfach immer noch, dass ich vielleicht nochmal irgendwas besser optimieren kann oder muss beim Stream. Ich kenne mich ja nicht so übertrieben damit aus. Im Wald geriet ich in eine Falle der Einheimischen. Ein merkwürdiges Völkchen. Wie große Kinder, die sich zu sehr in ein Spiel vertieft haben. Ich vermute, der Krieg hat sie im Lager erwischt. Aber sie haben trotz der Angriffe von Banditen und Mutanten überlebt. Hätte ein riesiger Bär sie nicht verjagt, dann hätten sie mir meinen Tag wohl endgültig verdorben. Was ich halt sehe, ist, das könnt ihr nicht sehen, bei OBS sehe ich zum Beispiel, dass der Upload halt gelb-rot leuchtet und daher die Lags kommen. Das Problem ist, der Upload ist nicht stabil. In der letzten Zeit gibt es echt Probleme mit dem Upload. Also ich weiß nicht wieso, aber ich sehe, das geht ins Rote rein. Das bedeutet, ich habe nicht die ganze Power und das ist scheiße. Und dadurch kommen diese Ruckler nicht durch den PC, sondern weil der Upload instabil ist. Und dadurch werden Frames gedroppt. Ich habe 1% Frame Drop. Okay, so sehen die Banditen aus. Und wieder abgestürzt, das Spiel. Und immer an der Stelle, hä? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass der Lehrmeister das gesagt hat. Aber woran das liegt, frage ich mich. Ich werde einfach mal weiterspielen und die Stelle ignorieren. Grommi Grumdall, hi. Weil das ist gerade ein bisschen abgefuckt, ne? Warum stürzt das Spiel ab? Weil ihr seht ja, wie schnell das Intro geladen ist und die ganze Scheiße. So, das ist halt das, was mich gerade voll triggert. Warum stürzt das Spiel ab? Wo ist der Grund? Es gibt doch immer noch kein Update für das Spiel.
Im Wald geriet ich in eine Falle der Einheimischen. Ein merkwürdiges Völkchen. Wie große Kinder, die sich zu sehr in ein Spiel vertieft haben. Ich vermute, der Krieg hat sie im Lager erwischt. Aber sie haben trotz der Angriffe von Banditen und Mutanten überlebt. Hätte ein riesiger Bär sie nicht verjagt, dann hätten sie mir meinen Tag wohl endgültig verdorben. Ja, ja, die Schnauze, wir wissen das. So. Wir gehen einfach durch, wir sollen durchs Dorf gehen, wurde ja gesagt. So, der geht jetzt runter. Und jetzt stürzt das auch nicht mehr ab. Ich guck mir das explizit nicht an, was die sagen. Und das Spiel läuft. So. Aber es ruckelt trotzdem und ich verstehe nicht, wieso. Ja, er ist kein Bandit und hat dem Mädchen nichts getan. Das sagen die gerade. Deswegen töte ich die auch gerade nicht. So, wie sieht das aus? Zwei Leute sind da. Guck mal, die haben auch diese Geschichte. Keine Mädchen ärgern und den Scheiß, ne? Der lernt schreiben, mutig sein. Aber ich soll trotzdem da in die Mitte. RTX an? Nee, RTX, das habe ich aus. Das ist das Einzige, was ich aus habe. Weil das RTX, glaube ich, ich habe jetzt nur eine 2080. Ich habe in ein, zwei Wochen eine 2080 Ti. Aber die 2080, ich glaube, das wird nichts, wenn ich da RTX noch mit anschmeiße. Ich glaube nicht, dass das geilste im Stream ist. Dann bräuchte ich so wie jemand, den ich kenne, einen zweiten Rechner, mit dem man dann auch streamt und so. Ich glaube, so würde ich das niemals schaffen. RTX ist hier nicht an, nein. Raytracing. Ein Stück Rohr, das zu einem Schaft verarbeitet wurde, erhöht die Stabilität der Waffe erheblich. Gut, nehmen wir mit. Wir bräuchten mal so ein Magazin, ne? Dass wir nicht jeden Schuss nachladen müssen. So, aber ich soll in die Mitte da ins Dorf rein und ich verstehe nicht, warum. Die Map sagt, ich soll dahin. Das heißt, ich muss da irgendjemanden befreien. Da sind ja die anderen. So, vielleicht ist er da irgendwo in einem Dorf gefangen. Ich will die ja nicht töten, die Leute. Weil man hat gehört, die Banditen sind die Schweinebacken. Ne? Ich glaube auch, das ruckelt, wenn man immer so in Richtung Wasser guckt. Weil bei mir läuft das Spiel erste Sahne. Getan.
Abgesehen davon, wer passt aufs Lager auf, wenn wir ihn alle verfolgen? Wenn wir vor der Gebieter kommen. Ich beantworte gleich die Fragen. Geht hier auch nicht. Du siehst, wohin ihn das gebracht hat. Lerne aus seinen Fehlern, Mann. Ja, ich lerne ja noch. Auf jeden Fall macht er es für sich dadurch nur noch schlimmer, der Streuner. Die Piraten ihn schnappen, lassen sie ihn einfach an einem Baum fest. Ich daran erinnere, respektieren wir eigentlich nicht den Jahr. Die reden über mich. Ja, aber die Piraten glauben, dass der wichtige Teil das Beschützen ihrer Freunde ist. Das hat ihnen der Lehrmeister zuvor gesagt. Und alles andere ist für sie nur... Was? Immerhin sind es auch die Worte des Lehrmeisters. Und ich stream über die GPU, weil die CPU... nicht so stark ist. Also meine CPU ist nicht so stark wie die GPU. Ich habe einen i7 7700K. Tschüss, B2K. Und ich weiß, das Spiel ist hardwarehungrig, aber trotzdem eine 2080. Also für die Grafikkarte sollte das kein Problem sein. So. Jetzt sag mir mal einer, ohne viel zu spoilern, ja, die sich auskennen. Warum? Ah, doch nicht. Okay, der Punkt ist weg. Geil. Ja, ich kann weiter. Weil der Punkt war da. Warum sollte ich da hin? Das habe ich nicht verstanden. Weil der eine hat ja gesagt, ich soll durch das Dorf durch, ohne jemanden zu töten. So, und das haben wir gemacht. Ich glaube, er hat mich nicht gesehen. Da hämmert noch einer. Der hat eine Knarre, ne? Geh mal rein da, Alter. Kann ich die mitnehmen? Ja, ne? Ja, dann habe ich noch eine andere Waffe dabei. Ah, ich muss das Gespräch von denen hören. Okay, wartet mal. So. So. So, ich will den nicht töten, aber was ist jetzt mit dem Boy da oben? Kann ich den irgendwie ablenken oder so? Eine Blechdose aufgewerfen? Ich will den nicht umbringen. Aber guckt der irgendwann auch mal weg? Ja. Sag hallo. Na los, sag hallo. Ja klar, gleich wird er das bestimmt sagen. Muss ich da runter? Fleiß ist die Mutter des Erfolgs. Nee, ich muss hoch. Na dann sei irgendwo fleißig, anstatt hier deine Zeit zu vergeuden. Ich komme gerade von der Patrouille und genieße meine Freizeit. Also lass mich in Ruhe. Freizeit ist zum Aufnehmen. Und wenn du so weiter machst, verlierst du noch deine Stimme. Was geht dich das an? Nichts. Wenn es nach mir geht, kannst du ruhig stumm werden. Aber das Ding wird trotzdem nicht weg. Bitte komm hier nicht rum, ich will dich nicht töten. Warum? Selbst du kannst sprechen. Und es ist viel klüger als du. So viel ist mal sicher. Die Klappe! Dann bleib da. Ja, völlig egal. Du wirst schon sehen, wenn er spricht, wird er alle umhauen. Schlimm ist jetzt. Okay, das haben die nicht gehört. Ah, habt ihr gesehen? Dieses... haben wir gekriegt. Das bedeutet, weil wir keinen getötet haben, sondern nur zwei unmächtig gehauen haben,
haben wir jetzt so... Vielleicht sind die am Ende irgendwie geiler drauf und sind nicht so eine Arschlöcher, ne? Das ist das. Versuch bitte nicht zu spoilern, wo ich hin will. Nur wenn ich explizit danach frage. Das wäre geil. Weil das will ich ja selber rausfinden, wo ich hin muss. Ne? Das ist keine Frage an den Chat gewesen. Ich gucke hier extra auf den Boden, wegen den Fallen immer, die stellen. Was ist das? Ich liebe Looten. Oh, Molotow-Cocktails. Ich brauche einen Molotow-Cocktail, um den Bären zu zünden, denn das mag er so sehr. So. Finger fucking money, finger banger to the honey. Was geht da die ganze Zeit in die Erde rein? Seht ihr das? Ach so, das sind die Dinger. Die kleinen süßen Krebse. Die kleinen süßen Schnuckiputzis. Guck, man sieht gar nichts. Aber warte mal, hier ist irgendwas. Irgendwo da hinten ist ein Gegner. Wieso haben sie den erschossen? Ah, ein Bandit. Ist das ein Freund oder ein Feind? Warte mal. Verdammt! Was ist das da unten, Leute? Ah! Sein Kopf hängt einfach an der Decke fest mit dem Pfeil drinne. Könnt ihr behalten, dann kriegt ihr vor früh. Das sind Banditen, deswegen ist da nichts passiert. So, aber jetzt gibt es das Problem. Ich will, glaube ich, auch nochmal zurück. Weil warum gehe ich hier jetzt hoch? Und was ist da hinten? Gute Arbeit, Mann. Was machen wir denn jetzt? Jetzt sind beide weg vom Fenster. Ja, dann mach es doch selber, wenn du so schlau bist. Ich lade nochmal neu. Ich erschieße den mal oben nicht, weil ich habe da irgendwas ausgelöst. Ich will mal gucken, was da ist. Und hintenrum, glaube ich, geht's gar nicht. Ich glaube, da geht's nicht weiter. Aber da könnte vielleicht noch irgendwas sein. So. Genau, den hat er erschossen. Lehrmeister, bla bla bla. Ich gehe nochmal nach hinten. Ich will mal einmal wissen, ob wir da irgendwas verpasst haben. Weil normalerweise müsste ich auch nochmal ganz zurückgehen zum Anfang, aber da habe ich keinen Bock mehr drauf. Wegen den Waffenaufsätzen für die Armbrust. Wenn ich irgendwann meine normale Waffe wiederkriege, dann werde ich ganz sicher nicht mehr die Armbrust benutzen. Außer ab und zu. Aber ich gucke erstmal hier, was hier so abgeht. Was ist das denn hier? Okay, da geht's irgendwo zu einem Dorf. Okay, hier können wir rein, da will ich aber noch nicht hin. Ich will gucken, was hier noch ist. Ein Schwabbelpilz.
Ich will hinten in das Haus, weil ich komme in das Dorf. So, und von dem Dorf entweder um das Dorf rum oder in das Dorf rein. Aber ich glaube, in dem Dorf sind Banditen drinne und die will ich töten. Hier ist wieder irgendein interessanter Ort. Mit Zeug. Und offensichtlich Toten. Oder wenigstens die Grabsteine davon. Okay. So. Gut. Gehen wir mal wieder runter. Und dann mal da an dem Tunnel vorbei. Weil wir haben ja da vorhin Leute aufgeschreckt, weil wir denen einen Headshot gegeben haben. Und ich will da mal hinten durchgehen und gucken, was da tatsächlich passiert. Das würde mich jetzt interessieren. Die halt einfach nicht mehr kann, ne? Das sieht er auch nicht, dass wir da vorbeigehen. Weil über uns sind ganz viele Leute. So. Und wir kommen von hier direkt zu den irgendwie rein. Gute Arbeit, Mann. Was machen wir denn jetzt? Jetzt sind beide weg vom Fenster. Na, dann mach. Wir haben irgendwelche Leute getötet. Ich hab dir gleich gesagt, wir sollten sie einfach töten. Die sagen sowieso nichts. Sie einfach töten? Hast du gesehen, dass an eines ihrer Fälle hangen, während die Wölfe an deinen Füßen knabbern? Die haben einiges zu verantworten. Nimmst du das nicht ein bisschen zu persönlich? Und du siehst wirklich nicht aus, als hättest du an eine Frage an. Verdammt, ich auch nicht. Das ist meine Freunde. Völlig ausgetrocknet, aber ganz sicher. Hause mit den beiden Und da ist Klotz. Und die anderen Jungs sind in der Lage geblieben. Zum Teufel verstecken sich diese Wichser! Keine Sorge, die beiden, die wir geschnappt haben, werden bald reden. Ach, diese Wichser reden nie. Ach, die schon, ganz bestimmt. Ist allerdings echt merkwürdig. Da sind Leute. Wir hätten schon längst anfangen sollen, ihnen die Finger abzuschneiden. Die Gedärme müssten eigentlich schon hervorquellen. Wir sollten ihnen zuerst den Kopf abschneiden, nicht die Finger. Diese Typen. Die siegen nicht mal, wenn du sie lebendig verbrennst. Labern nur ihren Scheiß von Prüfungen und Lehrmeistern. Worum geht es hey. In diesem Scheiß eigentlich? Ja, das ist total hey. Krank. Warum ist es hier nur so ruhig? Sind die Finger alle? Hey, Mann, die Schwänze ab oder so. Ja, schneid sie ab. Wir müssen was in Erfahrung bringen. Wieso kann ich ihn nicht retten? Warum kann ich den nicht retten? Kollege! Ich will den retten! Er ist tot. Das sind alles Banditen. Hier. Die sind also alle nicht nett. Hat er schon mitgekommen, dass der COC neue Gebäudetruppenlevel gibt? Ja, nicht neue Gebäudelevel, sondern nur die Kosten. Also die Dauer wird niedriger gemacht bei den Kanonen. Und die Riesen, ne, die Hog Rider, die Hexen und die Ice Golems kriegen einen neuen Level. Aber erst ab Rathaus 12. Also eigentlich sehr uninteressant. Für Leute, die nicht RH12 sind. Ja, da haben wir es Glück gehabt. Hoffen wir, dass es auch so bleibt. Wie wäre es, wenn wir einen kleinen Spaziergang durch den Wald ins alte Dorf machen? Vielleicht finden wir ja was. So. Hier sind
Hä? So, da ist nix. Da ist nichts. Ist im See baden gegangen. Sagte, die Braut war der Oberhammer. Hat er das? Wo war ich denn da? Wonach suchen wir? Woher soll ich das wissen, verdammt nochmal? Die Jungs aus Hütte 5 haben gerade den Verkauf der Sklaven gefeiert. Ey, was geht hier vor? Was haben die eigentlich verkauft? Die haben den Toten gesehen, ne? Ja, haben meine ganze Tankladung Sprit rausgehandelt. Genug für alle Motorboote für ein ganzes Jahr. Genug gequasselt. Wir sind im Wald. Die sind erstmal tot. Unser Mann hat... Leute, da oben geht irgendein Scheiß ab. Leute, da ist der Scheiß ab. Hat's übel erwischt. Da ist der, dieser kleine Scheißer in dem Haus. Nein, ich bin nicht in dem Haus. Das ist gelogen. Da. Nimm den Pfeil, du Arsch. Hör auf zu jammern! Muss ich alles wieder neu sammeln? Das hasse ich. Wieso geht der nicht da durch? Da ist doch nichts. Guck mal. Hä? Steh ich nicht. Da ist er, dieser Scheißer. Alter, der Scheißkerl, Mensch. Komm hier rein in mein Haus, du. Ich hau den Pfeil ins Gesicht. Die Leute sind geil, Alter. Aimbot! Eins will ich dir sagen. Da ist der Schweinehund! Ich sehe den Schweinehund! Er ist in dem Durchgang! Ich sehe ihn auch! Du bist am Arsch! Du bist am Arsch! Peng, Alter! Schnauze, du bist hier die Drecksau! Komm mal vor mir, Junge! Oh, Entschuldigung. Scheiße, der ist tot. Scheiße, der ist auch tot, Mensch. Die wissen gar nicht, wo ich bin, ne? Oh! Tschüss, wie der aimt, Alter. Au. Okay, wir können ja mal auch laut anfangen hier, oder? Auf zu stöhnen! Da ist er. Oh! In your face, bro! Tot! Na, Schleichi-Boy? Wo wolltest du denn hin? Da kann ich zum Beispiel durchschießen. Durch das riesen Arschloch in der Wand geht's nicht. Aber durch diesen kleinen Muschispalt, Alter, kannst du ballern, oder was? Hier, hier durch kannst du nicht schießen. Weil das Loch nicht zählt. Weil man sieht das. Guck mal, er hebt die Waffe hoch. Wenn er da hingeht. Seht ihr das? So, aber durch diesen Spalt hier kann man schießen.
Da muss mal jemand verstehen, ne? Das muss mal jemand verstehen. Kommt auch der Dark-Modus, der ist nicht... Und auch die Queen schaut anders aus. Hast du dir das Video von Izu angeschaut? Nein, ich gucke das Video von Izu nicht. Ich informiere mich da selber auf anderen Plattformen. Auf der normalen Clash of Clans Seite. Da hauen sie die Infos raus. Aber wir sind ja halt nicht gerade bei Clash of Clans, sondern wir sind bei Metro. Wo ist der andere? Boah, das, ich loote erstmal. Alter, da haben wir aber auch wieder hier. Guck mal, jetzt kriegen wir die ganzen Visiere neu und so. Wo ist denn von dem Boy die Waffe? Den habe ich doch das Arschloch weggebrettert mit einem Pfeil. Die nennen mich immer Arschloch, das ist echt nett. Und hier sind die ganzen Aufsätze alle nämlich drauf. Das ist cool. So, wir gucken erstmal, ob wir hier noch was finden für uns. Ne, hier ist nichts. Geh mal weg, Stuhl. Da war was. Da ist nichts. Hm. Komisch, komisch. Kann ich das Döschen nicht aufheben? Nee. Hier ist noch was. Das war's in diesem Siffhaus auch schon. Oder? Ja, das war's. Raus hier. So. Alter, da kriegt man ja so einen Anflug von Blindheit. So, wo ich immer nur aufpasse, ist, wenn wir hier rumlatschen, dass wir hier keine Falle auslösen. Weil obviously haben die ja hier sehr gerne viele Fallen gebaut. Oh boy. Der war lange nicht mehr an der Sonne. Oh. Der war lange nicht mehr an der Sonne, Leute. So. Weil ich will ja auch noch die anderen Boys looten. Boah, offensichtlich ist hier in diesem Dorf nur noch einer. Oder sind hier noch mehr? Hey Jungs, steht hier alles auf den Kopf! Der Schweinehund versteckt sich irgendwo! Quatsch! Da ist er, dieser Scheißer! Da ist er! Hallo! Ey, Pumpgun ist geil! Ich hab gleich zwei Waffen dabei. Ah, und wir haben wieder einen neuen Aufsatz gekriegt. Ja? Da sind sie. Du bist ein Haarsohn. Ja, komm doch mal raus, komm, lurk mal. Da. Ah, jetzt ergibst du dich, wa? Ja. Da hätte ich auch gemacht, du Mädchen. So. Dann haben wir das nämlich schon mal mit dem Boy geklärt. Ja. Hier sind Pfeile. Oh. Das ist aber ein großer Rucksack. So, der letzte Mann ist gefallen. Alter, haben die aber auch viele Knarren hier fallen gelassen. Holy shit. Ich liebe dieses Klippern immer. Das ist immer diese Benachrichtigung da, wenn man was aufhebt. Schon gut, hast gewonnen, Mann. Echt, hab ich? Warum passiert die Scheiße eigentlich immer mir? Hey, ich hab keine Ahnung, Alter. Oh. Oh. Da, oh, das tut mir leid. Das wollte ich nicht. Habt ihr gesehen? Das war nicht mit Absicht. Das ist mir... Oh, das ist mir unangenehm. Oh, ja, tut mir leid. Entschuldigung. Ja. Meinst du nicht, der war zu lange in der Sonne? Oder der war lange nicht mehr in der Sonne? Labi, kannst du mal Devotion spielen? Was ist? Ich weiß nicht mal, was Devotion sein soll. Hört sich an wie ein Pornofilm.
Ha, hier ist die harte Devotion. Oh, den haben wir noch nicht gelootet. Aber ich werde jetzt erstmal Metro mit euch durchspielen. Dann werden wir das Endgame von Division 2 ein bisschen durchnehmen. Und dann kann ich mal wegen Devotion gucken. Das Problem ist, wenn Leute immer irgendwelche Spielewünsche haben, dann sollten die mir dieses Spiel auch kaufen. Weil ich habe keine Lust, das zu kaufen. Nachher kommt das nicht an und dann habe ich Geld ausgegeben. So, Kollege. Hallo. Bitte. Ich helfe dir. Komm ran hier, Kollege. Also, du bist keiner. Nee, ich bin kein... Von ihnen. Nee. Ich verstehe. Oh, danke, dass du uns gerettet hast. Kein Problem. Fremder. Vielen Dank. Verdammt, Freund. Wie konnte es nur so kommen? Nun, ihr seid jetzt bei der letzten Prüfung. Ja. Und ihr werdet sie mit Bravour bestehen. Das weiß ich. Mit mehr als Bravour. Wenn ihr den Lehrmeister seht, dann sagt ihm... Wir hören ihm mal zu beim Quatschen. Gucken mal beim Craften nach. Was seht ihr das jetzt? Wir haben einmal einen Absturz an einer bestimmten Stelle gehabt und danach läuft das Spiel halt einfach perfekt. Ich habe keine Ahnung wieso. Alter, lol. 4 Läufe. Holy shit. Wir nehmen 4 Läufe, Baby. Dann das dazu. Und ein Visier, was geil ist. So, Snipper. Die Sniper ist nicht so geil. Ich will erstmal eine geschallgedämpfte... Ein geschallgedämpftes Revolver haben. Hier ist Stabilize besser. Dann werden wir... Ja, okay, nehmen wir das mit ran. Dann ist das so Sniper. Und dann natürlich mit dem Abzug, dass Schussfolge natürlich schneller ist, ne? So, mit der 6er Trommel. Laser können wir ab- oder anmachen, das spielt keine Rolle. Das ist schön, das sind wieder unsere alten Waffen. Und dann haben wir natürlich die Armbrust. Mit der wir auch snippern könnten, aber... die lassen für den Nachkampf. Und dann müssen wir halt noch dieses Magazinteil finden. Ich denke mir mal, im Spiel werden wir das noch irgendwo finden. Horror-Game, das kannst du, glaube ich, im Internet spielen. Ja, mal gucken. So. Aber danke nochmal, dass die Leute, die immer da sind, aktiv hier auch da zuschauen. Finde ich super nett. Sehr, sehr netter Support von euch. Dankeschön, dass ihr versucht. Also wenn ihr zuschaut bei mir beim Livestream und ich dadurch mehr Leute erreichen kann und auch mehr Zuschauer bekomme, dann erfüllt ihr mir halt diesen Traum, einfach mit dem Stream ein bisschen mehr zu erreichen, ne? Ihr habt ja letztes Mal in dem Stream gesehen, also gestern, was ich so ein bisschen vorhabe. Und das ist halt schon sehr, sehr geil. Aber ich sehe wieder was. Normalerweise, ich habe es wieder vergessen, das ist Stream. Und das ist Aufnahme. Aber da ändert sich eigentlich nur das Overlay und so. Mehr ist das eigentlich nicht, ne? Ja, dass oben dann Capture-Karte steht, scheiß drauf. Wir lassen das lieber auf Aufnahme, das sieht besser aus. So, speichern. Und dann holen wir uns hier erstmal den Shit. Guck mal, was es hier noch alles so gibt. So. Danke für den Follow, by the way. Das kann ich, glaube ich, im Internet spielen. Ja, aber wenn das so ein Trash-Game ist und nicht gut aussieht, da habe ich keinen Bock drauf. Wenn das so ein 0815 ist, wie diese, es gibt ja diese Horrorspiele, wo du so eine Treppe in so einem Hausflur nonstop nur runterrennst. So, keine Ahnung, Alter. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich will halt, was ich halt schon mal spielen würde gerne, ist dieses Spiel mit dieser... Es gibt halt so viele Horror-Games, die, glaube ich, geil sind. So. Aber wir sind erstmal zu alter Stärke wieder aufgestiegen, würde ich mal so behaupten. Den habe ich außersehen angenießt. Das war nicht meine Intention. Und wir können gar nicht durchs Dorf. Sehe ich gerade. Aber wir müssen hier runter. Glaubt ihr, wir müssen hier runter? Ne, wir müssen da vorne irgendwo runter. So, wir haben ein ganzes Dorf auseinandergenommen. Fett. Alles tot hier. Ah, guck mal, da sind noch 2 Waffen. Da. Und da lag noch eine. Da können wir nämlich nochmal schön die Teile abnehmen. Und, ja. Ich versuche natürlich die Stream-Qualität in dem Sinne, also was mein größter Wunsch ist, ich werde das mit dem Donations-Ziel mal machen. Ich brauche einen Greenscreen. Ich habe voll Bock auf einen Greenscreen, weil ich habe gesehen,
so dieses, ich finde das besser, wenn das ausgeschnitten ist. Das Problem ist, dass man da irgendwie Lichter braucht von vorne. Das, was ich machen könnte, ist, ich könnte hinter meinen Tisch so Lichter stellen von rechts und links vorne, dass das in so meine Fresse scheint. Ich hätte schon Bock auf ein Greenscreen, weil das macht einfach mehr her, wenn man jetzt zum Beispiel diesen Kasten rundherum nicht hat, ne? Weil ich sitze ja hier in der Ecke. Hier, da ist ja das Bild, glaube ich. Ne, da ist das Bild. So, und dann manchmal kann auch die Kamera im Weg sein. Man kann natürlich auch so einen Schnellzugriff haben, dass die Cam und das Ding immer ausgemacht wird. Aber da habe ich keinen Bock drauf. Das ist mir irgendwie zu anstrengend. So, mit einem Greenscreen würde ich mich dann halt irgendwo unten an die Ecke setzen. Ne, da wo es keine Sau stört halt einfach. So, da auf sowas hätte ich halt Bock. Das ist das nächste Ziel. So, Greenscreen und hier vorne das Ding. Aber das Problem ist, der Greenscreen ist todesteuer. Er ist richtig teuer. Weil ich möchte den Greenscreen von Elgato haben. Weil der ist... Das Coole ist, der ist in so einem langen Teil drinne. Und dann kann man den so ausziehen und dann wieder zumachen. So, und dann kann man den wieder unter das Bett stellen. Der nimmt dann keinen Platz weg. Ich habe keinen Bock, hinter mir da so einen Greenscreen aufzuhängen. Das wäre natürlich günstiger, wenn ich so ein Tuch kaufen würde. Ne, und ich hänge das an die Decke. Aber... Das kannst du nicht immer einfach abnehmen oder wegstellen, wenn man Besuch kommt oder so. Das, keine Ahnung, Alter. Sieht nicht geil aus. Alter, hier wurde eingebrochen. Was ist das denn da? Das ist ein Piratenboot, ne? Das ist da irgendwo festgemacht. Aber wir müssen da oben hin. Wir müssen zu diesen... Wir müssen zu dem, wir müssen zu der Kirche und das geht, glaube ich, nur oben längs. Aber was ist hier unten noch? Das will ich wissen. Trotzdem danke an die Leute, die immer hier sind und zusehen. Das ist eine gute Unterstützung, danke. Oh. Ja, guck mal, die wurden hier getötet, ne? Die Boys. Da kann man noch rangehen. Da, ich will das noch wegrapschen. Hopp. Hier war eine Brücke. Okay, da möchte ich jetzt erstmal nicht weiter. Also wir müssen wieder durchs Dorf zurück und dann da in diese Höhle rein, dass wir zu dieser Kirche da kommen. Wo ich letztes Mal gesagt habe, Kirche, ich glaube Schloss habe ich gesagt. Was ist denn eine Kirche, soll das sein? Hm. Oh, hier war was. Bom, 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 bom. Wir haben jetzt den bösen Geist der Charuman gerufen. So. My boys. Wir mal gucken, Armbrust. Wisst ihr, dass ich eigentlich gar keinen Bock heute zum Zahnarzt zu gehen, Alter, aber muss gemacht werden, weil das Geilste ist, er bohrt bei mir ohne Betäubung, weil der Zahn, da wurden die Dings rausgenommen, die Wurzel. Alter, ist das geil, wenn du keine Spritze kriegst. Also, nicht, dass ich Angst vor der Spritze habe oder so, ne, das juckt mich gar nicht, aber... Ist halt ganz geil, wenn man die nicht kriegt und dann die Betäubung nicht in der Fresse hat. So, geht da einfach hin, bohrt da rum, macht das fertig und dann ist gut so. Also mich stört das auch nicht, wenn die Betäubung da ist, aber es nervt halt immer dieses... Fühlt sich immer so dick an. Und stört dann am Ende, finde ich, auch irgendwie ein bisschen. So, jetzt gehen wir hier mal hin und schauen mal. Die Schlosskirche, ja man, ist so. Das sieht ja hier toll aus. Ist da oben irgendjemand drinne? Gib mir dein Pfeil. Gib mir dein Pfeil. Oh, hier wird auf jeden Fall geschossen, oder? Hallo? Alter, das ist aber schnell dunkel geworden hier, boah.
Hallo, Minion! Ach, du heiliger Strohsack, Hilfe! Warte, ich hab gesehen, dass mit dem Anzünden klappt. Komm her, Digi. Du sollst sofort hierher kommen. Oh, Mama. 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 Entschuldigung, ich wollte ihn nicht anzünden. Ich wollte ihn nicht anzünden. Oh, guck mal, wie er brennt, der Boy. Hier, Brüche. Ah, der macht alles kaputt. Ich muss weg. Tschüss. Schnell. Tschüss! Tschüssi! Easy, Leute. Easy. Ich hatte gar keine Angst. Sag ich ganz ehrlich, ich hatte gar keine Angst. Oh, Mama! Ich will da rüber. Ne, das ist nur Müll. Also solltest du dir keine Sorgen machen und etwas schlafen. Hallo? Ah, wir haben hier wieder einen Randale-Tisch, geil. Mal ein bisschen Licht anmachen hier, oder? Oder was passiert hier? Oh, Sprit leer. Tja, da müssen wir wohl erstmal Sprit suchen hier. Oh boy. Und mal hier durch. Die Schlosskirche. Stehen bleiben, Streuner. Bin kein so Streuner. So sehen wir uns also wieder. Ich wette allerdings, dass du nicht mehr weißt, wer dich aus dem Wasser gefischt hat. Doch, das warst du. Ich heiße im Übrigen Olga. Warst du das etwa, der gegen den Gebieter des Waldes gekämpft hat? Hab ihn platt gemacht. Wahnsinn. Unsere Jäger haben sich schon seit Jahren von ihm ferngehalten. Ja, sind Lutscher. Verdammt. Entschuldigung, Lehrmeister. Das Schloss ist völlig verrostet. Ich helfe dir. Oh Gott, du hast... Dein oh, Freund Aljoscha ihre... ist bereits am Damm. Er sagte, euer Oberst würde nicht warten. Du hast also nicht viel Zeit. Okay. Tut mir leid, ich kann dich nicht dorthin bringen. Warum Bei nicht? Bei der heutigen Ratssitzung haben die Piraten beschlossen, euren Zug anzugreifen. Oh, Entschuldigung. Dabei durften sie den Rat ohne mich nicht einmal einberufen. Und jetzt liegt es mal wieder an mir, das zu regeln. Aber ich habe noch ein paar Minuten, um dir den Weg zu erklären. Okay. Du brauchst ein Boot, um zum Damm zu kommen. Okay. Und unsere Piraten haben alle Boote in ihrem Sumpflager. Das ist scheiße. Sie geben nur ungern etwas her. Allerdings ist das auch kein Grund anzugreifen. Niemand möchte, dass Blut vergossen wird. Bleib also einfach außer Sichtweite. Nimm die Straße zur Barrikade. Geh weiter bis zum Sumpf und such die Anlegestelle. Okay. Dort hatten Aljoscha und ich das Boot genommen. Möge der Lehrmeister es mir verzeihen. Ein paar liegen da noch, aber sei vorsichtig. Also gut, Streuner. Pass auf dich auf. Ich hoffe sehr, es war kein Fehler, euch zu helfen. Ich hoffe Bestell sehr. Bestell Aljoscha einen Gruß von mir. Ich bleibe noch etwas hier, um mich um das Grab des Lehrmeisters zu kümmern. Du möchtest dich etwas ausruhen, bevor du losziehst? Ja. Eine gute Idee. Mit dir? Und ich komme hier gedanklich nicht weiter. Ich auch nicht. Kaum hatte der Gebieter beschlossen, die Umgebung hier heimzusuchen, kamen keine Leute mehr her. Sie haben es allerdings auch nicht vergessen. Der Lehrmeister hat uns alle großgezogen, hat uns beigebracht, wie man im Wald überlebt. Komm, kau mir kein Ohr ab, Alter. Ohne ihn wären wir schon längst alle tot. Scheiß auf euren Lehrmeister. Die Mädchen kommen also täglich her. Ja, erzähl mir, was kommt. Sogar Roman kommt ich zu Besuch, so lange ein. Obwohl der Lehrmeister damals wegen ihm gegangen ist. Die meisten von uns gingen in den und wir wenige waren zum Wochenende im Lager geblieben. Als wir zurückkamen, war das Lager von Banditen überfallen worden. Der Gedanke an den Anblick tut immer weh. Ich kann das gar nicht in Worte fassen. Ich kann das viel besser als er. Jetzt reicht's, kein Bock mehr. Als wir und die jüngere Gruppe aufhörten zu heulen, begann der Lehrmeister die Gräber ganz alleine zu graben. Auf mich voll zu labern. Wir brauchen Strom hier, wir brauchen Benzin, Leute. Wo kriege ich hier Benzin her, Mensch? Jetzt wäre ich fast da runtergefallen.
war so blutverschmiert, dass man nur noch seine Augen und Zähne. So, wir gehen mal craften. Die redet. Lass sie. Lass die Frau reden. Als ob er die Zigarette inhalieren will. Gott, wie sich das anhört. Bombenbound, Baby. So, 15 Minuten wieder voll. Oh, wir müssen die auch wieder reinigen, die Scheiße, ne? Ich sehe das gerade. Vollgewichst, der Dreck. Deswegen war unsere Genauigkeit auch so im Arsch. Guckt euch mal an, wie schön die Scheiße jetzt glänzt, ja? So sieht das aus, Leute. So muss das aussehen. Das wäre ein Snipper, ne? Ja, das wäre ein Snipper. Oh, wisst ihr noch, wo wir dem gestern, den einen Vieh, haben wir voll den Headshot verpasst. Alter, ist der weggeballert, ey. Das war geil. Wo wir den weggeknallt haben, das Vieh. Der sieht auch kein Land mehr, der Boy. So, wir müssen hier die Treppe runter. Obviously. Oh. So, hier war der große Boy. Der hat hier erstmal eine Shisha geraucht, offensichtlich, wie das aussieht hier. Ja, der Bär war sauer, Shisha war leer und dann ist er hier durch, ne? Verständlich. Ich habe keine Ahnung vom Shisha-Rauchen, aber ich glaube, wenn die leer ist, da wäre ich auch sauer. So, aber wo geht's hier hin? Leute, wo geht's hier hin? Wo geht's hier hin? Oh. Weg, du ekliger Hund. Alles hier anzünden hier. Das Messer können wir nicht mitnehmen. Hier will ich nicht durch. Die ganzen Spinnnetze alle anbrennen. Oh, da. Keine Ahnung, was das ist. Aber es ist was Neues. Seht ihr, genau deswegen gehen wir überall hin. Genau. Deswegen, Leute, gehen wir immer überall hin. Immer alles durchsuchen. Dieser Drang nach Neuem muss in euch verankert sein bei solchen Spielen. Das ist ganz wichtig. Weil man entdeckt halt echt viel rundherum. Was ich bis jetzt gesehen habe. So. Was ist das hier für ein Cheat-Kram? Tanja, die Ausbilderin, sie starb, als sie eine Gruppe Kinder vor den Wölfen beschützte. Ja. Schön dumm. Dimitschki. Der Ausbilder. Er starb an seinen Verletzungen, nachdem er 4 Banditen im Nahkampf getötet hätte. Yep. Fields Batman. Oh. Jetzt haben wir das Magazine, guys. Oh my gosh. What the fuck? Jetzt haben wir, glaube ich, das Magazin, ne? So, wir haben jetzt erstmal hier, wird der Schaden nochmal erhöht, weil das Ding noch mehr gespannt wird. Und jetzt haben wir ein Magazin mit 3 Schuss, bevor wir nachladen müssen. Oh, geil. So gefällt mir das. So muss das aussehen. So. Ach, guck mal hier. Kennen wir das nicht? Das war das Dorf. Oh, da war was, ne? Achso, es war nur Licht ausmachen. Das war das Dorf, wo wir waren. Hätten wir die Leiter auch einfach runterschießen können? Ich weiß das gar nicht. Kann schon wieder nicht, der Boy.
Hoffe nur, der alte Bär kommt jetzt nicht mehr. Wenn der Bär kommt, laufe ich einfach weg. Wir gehen hier einfach nachts durch, oder? Müssen wir überhaupt da runter? Wir müssen dahin. Das heißt, wir müssen hier runter. Mal festankern hier. Hopp. So, Aldo, was haben wir an Waffen? Wir haben die Armbrust. Mit Nachladen. Wir haben das Revolver. Und wir haben die Schratflinte. Schauen wir mal. Vorne müssen wir hin. Aber hier auf der Map gibt es irgendwie nicht wirklich viel zu entdecken, ne? Also ein bisschen was, ja, aber... Ah, da können wir rüber, ne? Ich glaube, wir müssen hier runter. Ah, hier sind Feinde. Wir gehen hier einfach hoch, als wenn es hier keinen Morgen geben würde, Alter. Ah, das sind aber diese... Sind das die Guten oder sind das die Bösen? Ich gehe in Deckung. Oh, fuck. Entschuldigung. Sieht aus wie diese Jäger oder so, ne? Ja, hier gibt's echt nicht viel. Ich hoffe, ich durfte die jetzt töten, aber offensichtlich waren das Banditen. Also ich kann die nicht unterscheiden. Ich kann die nicht unterscheiden. Die sehen teilweise echt alle gleich aus. Das ist das große Problem. Eine AK, können wir die mitnehmen? Ja, guck mal, wir können die AK mitnehmen. Ja, die tauschen wir gegen die Schrotflinte, das Revolver dann. Ups. Und die Teile nehme ich wieder mit. Was scheißt auf die Schrotflinte, Alter, holy shit. So, dann machen wir nämlich hier mal I. Und jetzt können wir nämlich unsere... Waffe nochmal umbauen. Scheil gedämpft. Lassen wir auch den Zoom drauf. Das lassen wir drauf. So, AK. Wieder wie damals, ne? Mit die war doch unsere schallgedämpfte Waffe. Soweit ich mich noch dran erinnern kann, hatten wir die als Schalldämpfer. Weil da haben wir auch noch keinen Scope drauf. Dann hatten wir das drauf und das. Aber wir müssen hier das andere Scope drauf kriegen. Das bringt auch nichts, wenn ich das hier runternehme und hier rauf packe, ne? Das Scope ist hier dann nicht verfügbar. Doch, ist. Okay, wir haben nur eins davon. Das ist scheiße. Wir machen dann hier... Hier raus bauen wir dann eine Sniper oder was? Könnten daraus eine Sniper bauen, ne? Dann hätten wir wieder eine Sniper dabei, die One-Hit macht vielleicht. Auf Kopf sowieso. Die Scheiße ist ja laut wie Sau. Und die AK haben wir dann als Fight. Ja, weil die ist besser als Armbrust. Aber irgendwie vermisse ich diese... die Piraten sind das. Ach so, okay, das sind die Piraten. Ja, das ist... Ich kann die nicht unterscheiden. Die sehen alle gleich scheiße aus. Aber wir haben jetzt die AK. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Für uns. Das ist sehr, sehr gut für uns. Wir sind eigentlich wieder da, wo wir vorher waren, glaube ich. Fast so. Ist da nur der eine?
Ich höre da hinten noch jemanden. Ich muss immer gucken auf meine Uhr. Ich habe da so an der Uhr so eine kleine weiße Lampe. Und sobald die dunkel ist und nicht hell aufleuchtet, sieht man mich nicht. Da oben hängt einer. Du verdammter Bandit! Was ist hier los? Schau nicht ab, ich gehe nur in Deckung. Ich bin hier! Der Eindringling, Mensch! Der Streuner ist unter dem Baum! Wir werden hier abgemurkst! Ah, da hinten. Den habe ich die Lampe von der Rübe geballert, Alter. Geil. Bang. Friss das. Er hat den Streuner im Visier, Leute. Warte, ich schieß den durch das Brett tot. Mal gucken, ob das geht. Ah, geht nicht. Weil der da unten hing. Leute, einer von uns ist tot. Dreckiger Bandit. Wo ist denn der Typ, der gerade auf mich geballert hat mit der AK? Ach, da hinten. Die Waffe ist halt wieder auch übertrieben, ne? Ein Schuss, batsch, das Ding ist weg, Alter. Hier kriegen wir aber wieder Aufsätze. Ja, da kriegen wir jetzt kriegen wir Aufsätze. Jetzt haben wir noch einen Aufsatz gekriegt. Perfekt. Wieder einen Aufsatz gekriegt, noch dazu. Oh, das ist geil hier. Hier können wir richtig schön looten, Leute. Guck mal, wie viele Aufsätze die hier haben. Da, schon wieder neue Aufsätze. Und für die AK auch wieder eine Verbesserung. Das ist natürlich geil. Nur noch mal gucken, dass wir hier alles mitkriegen. Ich pump mal nach einmal. Er tut so, weil das sein Wald ist. Finden sie jede Ecke und kennen jedes Versteck, Alter. Der Boy ist vielleicht witzig. Meine Uhr sagt hier vorne. Oh, Musik. Beim Kacken. Ein bisschen. Wie heißt das Ding überhaupt? Da. Bam! Müssten die nicht auch irgendwie aufgeben bald? Weil ich habe doch schon die Hälfte oder fast alle von denen erschossen, oder nicht? Der Eindringling, du, der kann ja noch nicht weit gekommen sein, ne? Karl-Heinz. Ich finde dich trotzdem. Ich kenne diesen Wald wie meine Westentasche. Ich bin nicht im Wald. Das ist hier eher Sumpf, du Vogel. Hey, Leute, ich bin... Oh.
Der hat noch so eine, das ist noch so ein Hinterwäldler hier, der Boy. Der hat noch eine, so eine Armbrust hat er. Und die anderen laufen hier mit dem dicken Knarren rum. Alle Leute rum ihn rum tot. Er so toll. Erst die Pferde scheu machen und dann abhauen. Er redet sich das so gut, weil er Angst hat. Ich versteck mich doch gar nicht. Ich lauf hier rum, Alter, und loote deine Leute, du Vogel. Da vorne ist der irgendwo. Hier sind ja schöne Bilder. So, Ruhe jetzt. Jetzt machen wir hier Tal der Toten. Ich habe das ganze Dorf von den Leuten ausgelöscht. Da ist wieder so eine Spielomonika-Dings da, oder wie auch immer das heißt. Nein! Das wollte ich nicht. So, da haben wir wieder noch ein neues Magazin gekriegt. Also, wir müssen jetzt irgendwas machen. Was müssen wir machen? Oh, die Karte kann ich lesen. Da, wir müssen irgendwo was holen hier. Hier muss irgendwo was sein. Was wir brauchen. Ich glaube, das Boot. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das Boot. Ah, und wir müssen hier noch was machen. Wieder da. Hi. Willkommen zurück. Oh yeah, den Shit brauchen wir, oder? Ja, wir müssen mit dem Boot hier durch. Ich hoffe, da kommen nicht wieder diese ekelhaften Viecher, die sonst immer da sind. Hopp. Ich glaube, ihr wisst, wen ich meine. Diese komischen Krabbenviecher. Da habe ich gar keinen Bock drauf. So, aber ich muss noch mal gucken. Ich bin gierig. Aber ich glaube, wir haben alles gelutscht hier. Egal, wenn wir einen vergessen haben oder nicht. Scheiß drauf. Mach den Braten jetzt auch nicht fett. Da liegt aber noch einer. Warte mal. Ah, den hatten wir nicht. Die seht ihr? Ah, hätten wir fast vergessen. So, wartet mal. Wurfmesser. Hä, wo war denn das Boot? Ach, da hinten. So, dann werden wir trotzdem noch einmal hier I drücken. Und mal gucken. Ja, das war das. Das war das. Jetzt haben wir nämlich den Aussatz doppelt und dreifach. Aber wir haben doch irgendwo noch was gekriegt. Da haben wir das Punktvisier. Nee. Also es war einfach nur so. Okay, das Ding hatten wir doppelt gekriegt. Das Magazin. Das große Magazin. Blup. Und ab dafür. Eine Seefahrt, die ist lustig. Alle Piraten sind tot. Jeder hat einen Headshot bekommen und liegt jetzt tot am Floß. Oder so. Hallo? Nee, wir wollen hier aussteigen, du Idiot. Setz dir mal die Pornomaske auf, Alter. Wir müssen hier längs, ne? Keine. Die Map ist halt einfach wumm. Krass, Alter. Man sieht halt einfach nichts. Aber Leute. Die Boys sind hier tot. Lass uns mal nach oben gucken, was da ist. Hier ist radioaktiv auf jeden Fall. So, und ich will gucken, was hier ist. Jetzt hör auf, das immer aufzunehmen, Mann. Oh, juhu.
verdammte Axt. Gucken, was hier ist. Okay, hier ist wieder Chat zu mitnehmen. Geil. Ah, ich sehe schon. Da haben wir so ein gespanntes Seil oben. Nehmen wir gerne mit. Hopp. Hier wieder was zum Auspacken. Ah, das ist immer schön. Messer und ab dafür. Na, jetzt sind wir hier auch irgendwo oben drauf, ne? Oh. Ah, okay, jetzt haben wir wieder dieses gespannte Ding gekriegt. Seht ihr? Ganz viele Pfeile. Oh. Hä? Da wird geschossen. Ah, hier ist eine Leiter. Ich wollte gerade sagen, wo müssen wir denn jetzt längs? Aber wir müssen hier irgendwo runter. Aquas? Was sind denn Aquas? Ist das Pokémon oder was? Toter Mensch. Der labert hier irgendwas von Aquas. Der sagt, warum wird da unten geschossen? Geil, den Shit nehmen wir mit. Oh, was ist das hier? Da sind die Viecher. Oh, nö. Kann ich Auto fahren? Nein. Irgendjemand hat hier geredet. Da ist ein Stromschalter. Erstmal hier, warte. Tja. Sieht nicht so aus, als wenn da Saft drauf ist. Das zu. Wenn wir nämlich hier rangehen und die Dinger schnell sammeln, dann explodieren die nicht. Hört ihr das? Das geht nicht. Sagten die Map. Irgendwo vor uns ist was. Irgendwas Großes ist hier aber auch noch. Ich mag das nicht hier. Geh doch darauf, du Schleim. Geht doch. Wie soll man hier überhaupt drauf? Ja, ja, ich wechsle ja schon den Filter, Mann. Auf rumzujammern. Au! Was war das? Okay, guckt mal. Hier ist nichts. Irgendjemand hat gesagt, wer feuert da unten. So, was müssen wir hier machen? Irgendjemand hat hier noch geredet.
Könnte hier rundherum irgendwo was sein? Das Ding ist tot. Hier ist irgendwas. Ja, hier wie bei Borderlands. Oh. Wieder irgendwas gekriegt für die Armbrust. Okay, hier war nur irgendwas zum Looten. Okay, da war nur Loot. I. Nochmal bauen. Gucken. Waffe. Ah ja, das sieht natürlich schon viel besser aus. Okay, gut, dann haben wir da schon mal wieder mehr. Aber bringt uns ja trotzdem nichts. Tschüss, wie dunkel das wird, ne? Oh. Irgendwo da oben ist jemand. Oh Mama! Der will mir eine Schelle geben! Meine Waffe hat Ladehemmung oder so, Mann. Jetzt ist das wie tot. Ja, ja. Also, das sind meine Jungs. Ja! Ist da ganz alleine oben drin. Geil, Alter. Das sind meine Jungs. Ah, wie komme ich da oben rauf? Oder da rein zu dem Boy? Das ist wieder die Frage, die ich mir stelle. Er hat hier schon ein paar weggeballert, ne? Da komme ich nicht hoch. Da hinten bringt auch nichts, ne? Nee. So, das bringt alles nichts. Strom geht hier nicht an. Wir müssen irgendwo den Strom ankriegen. Aber wir müssen auch nach oben zu ihm. Ich habe aber keinen Weg gesehen, der nach oben führt. Das hier ist ein Fahrstuhl. Der geht zu ihm nach oben. Ja, funktioniert aber nicht. Ah, guck mal hier. Hier ist ein Kabel. Wir folgen jetzt mal dem Kabel hier kurz. Das Kabel geht da hoch und dann darüber. Von darüber geht es hier rein. Hier und dann hier hin. Genau, das ist der. So. Aber der Kabel geht noch woanders hin. Wo geht's hier hin? Ah, okay. Hier haben wir noch Shit gefunden. Jetzt müssen wir Filter wechseln. So, hier geht das längs, der Stromkabel.
Hier vorne. Hier. Hier. Ah. Ha! Ha! Gefindet. Oh oh. Oh, das macht die Aquas ganz geil. Schnauze. Aquaman. Ja, hau bloß ab. Du Arsch. Ich will den töten, bevor ich rausgehe. Ich habe Angst. Okay, der geht ganz weit weg. Hier ist gefangen, also wir müssen hier wieder zurück. Mama! Lauf, mein Junge, lauf, lauf! So, wir können ja hier in die Tür rein. So, jetzt können wir das Ding hier nämlich anmachen und dann können wir mit dem Fahrstuhl zu ihm hochfahren. Würde ich mal so sagen. Oh yeah, Baby! Oh, da flackert der Strom. Oh, mal ab dafür. Aha. Na? Du Einzähler. Ach, guck mal, der hat es hier oben schön gemacht, wa? Autsch! Was bringt das eigentlich, wenn diese Schlangen einen beißen? Gar nichts, außer dass man kurz echt kacke langsam ist. Hallo? Ist dir die Sprache verschlagen, dass du nicht der Hand klopfen kannst, hä? Jeder Schlafte, die Höflichkeit unterscheidet uns von Banditen und anderen Tieren. Hi. Moment mal, du bist keiner von uns. Wer ist denn das? Also ein Bandit. Bei diesen Banditen weiß man ja nie. Jeden Tag irgendein anderer Scheiß. Habe ich recht oder was, Senja? Sie haben immer recht, Herr Admiral. Ach, halt die Klappe. Deine Nase ist schon braun genug. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, der Bandit. Nun, du bist hier. Und das bedeutet, dass all diese rückgratlosen Würmer und Möchtegern-Piraten tot sind. Was ist das für recht? Du brauchst nicht zu antworten. Wir wissen alle, dass ich recht habe. Und tschüss, würde ich sagen. Vielleicht sollten wir ihm unsere Gastfreundschaft anbieten, Herr Admiral. Ein Gast, obwohl er ein Bandit ist. Ha, kein schlechter Gedanke. Nimm Platz, Bandit. Lass uns etwas Tee trinken. Ich wette, so etwas hast du noch nie getrunken. Habe ich selbst gesammelt, getrocknet und gekocht. Von diesem wertlosen Haufen kann man ja keine Hilfe erwarten. Wenigstens essen sie nicht viel. Was, Jungs? Wenigstens. Er sagt, wenigstens essen die nicht. Ja. Wir geben unser Bestes, Herr Admiral. Ach, spart euch das Gelaber. Machen mehr Lärm als die verdammten Aquas in der Brunft. Vor unserem Gast haben sie auch keinen Respekt. Er kommt ja gar nicht zu Wort. Ignoriere sie einfach. Auf unser Treffen. Wir müssen aufmachen. Das ist mal ein guter Tee. Die pingeligen Landratten trinken ihn allerdings nicht. Strahlung, Strahlung! Strahlung am Arsch! Sieh uns nur an! Wir sind so gesund, wie wir nur sein können. Danke fürs Herkommen. Siehst du, wie fröhlich meine Jungs sind? Oh ja. In letzter Zeit haben wir hier niemanden mehr zum Reden. Die sind alle abgehauen. Man hat uns hier schon völlig vergessen. Selbst Roman hat uns vergessen. Er war allerdings hier, als wir diese Basis gebaut haben. Daran können sich noch alle Jungs erinnern.
Ist doch so, oder? Ja, er war hier. Kann mich daran erinnern. Wir können uns alle daran erinnern. Schon gut, Jungs. Ihr könnt euch alle erinnern. Aber diese Mistkerle haben es einfach vergessen. Und die anderen Landratten auch. Die haben alle vergessen, dass wir sie hier mit unserem Leben verteidigen. Anfangs waren sie alle total glücklich darüber. Sie riefen, wir werden alle Banditen umbringen. Die Pioniere sind Feiglinge. Der Lehrmeister hatte nicht recht. Wir sind besser oder greifen an. Haben sie doch, oder Jungs? Ja, haben sie. Die haben gerufen, bis sie heiser waren. Ja, lauter als diese Banditen, die wir erschossen haben. Da, bitte. Meine Jungs können sich daran erinnern. Und die da nicht. Man konnte immer auf sie zählen, wenn es darum ging, die Pioniere zu beschimpfen. Ja. Aber wenn es hart auf hart ging und die Aquas zu Hunderten angriffen, klangen sie plötzlich ganz anders. Oh, Strahlung. Oh, das ist gefährlich. Oh, und die Mädchen sagen, der Lehrmeister hätte behauptet, wir sollen von hier verschwinden. Tja, die Aquas zu bekämpfen macht eben nicht halb so viel Spaß, wie Banditen an Pfählen aufzuhängen. Die Banditen kann man ausrauben, wenn man sie umlegt. Aber die Mutanten haben nichts, wofür sich das Filzen lohnt. Wen juckt es also, wenn sie das ganze Tal auffressen? Ratten, das sind einfach nur armselige Ratten. Jetzt ist es auch ein bisschen zu spät, auf den Lehrmeister zu hören. Diesen Ratten ist es auch egal, ob sie auf den Lehrmeister oder auf die Mädchen hören, solange sie dadurch die Möglichkeit haben, den Schwanz einzuziehen. Deshalb sind sie alle abgehauen. Die Feiglinge. Sogar die Pioniere haben mehr Rückgrat als dieser Abschaum. Sie sind Ludmilla zum Damm gefolgt. Dort wollten sie die Tunnel nehmen und am Staubecken entlang gehen, diese Abenteurer. Ich habe keine Ahnung, ob sie jemals irgendwo angekommen sind. Aber sie hatten definitiv keine Angst vor der Strahlung. Naja, die Einzige, die mit diesem Haufen noch Mitleid hat, ist Olga. Sie hat uns hier oft besucht und diese Feiglinge bei den Ratssitzungen ordentlich vermöbelt. Uns besucht am Arsch! Dich besucht sie hier! Ja, sicher! Mich! Hätte ich diese Rückenverletzung nicht, dann hätten Olga und ich dieses Tal hier allerdings auf den Kopf gestellt. Aber so, wer braucht schon einen Krüppel? Zum Teufel mit ihr! Eine Frau auf einem Schiff bringt Unglück! Abgesehen davon sind wir ja hier geblieben. Ja, meine Jungs sind hier geblieben. Ich musste allerdings etwas Überzeugungsarbeit leisten, damit sie hier bleiben. Selbst ihr wolltet doch euren alten Freund verlassen. Oder? Oder? Kommen Sie, Herr Admiral! Das würden wir niemals tun! Ja, ja. Sag das mal dem Neuen. Er scheint ganz Ohr zu sein. Aber ich kann ihn euch lesen wie in einem Buch. Und ich sage, ihr wolltet mich verlassen. Und hätte ich an diesem Tag nicht meinen extra starken Tee gekocht, hättet ihr das zweifellos auch getan. Die Gitarre. Hey, sei vorsichtig mit der Gitarre. Ja. Verstanden. Ich pass auf. Denkt dran, dieses Ding ist ein Instrument. Jawohl, ein Instrument. Jawohl, ein Instrument. Was zum Teufel ist los heute mit dir? Willst du unbedingt das Deck schrubben? Was für ein Deck? Tut mir leid, Admiral. Das hilft nichts.
Pass einfach besser auf. Wie wäre es, wenn du etwas darauf spielst, anstatt die Gitarre fallen zu lassen? Ich wäre für ein Seemannslied. Ja, Admiral, ein Seemannslied. Komm, sofort. Ihr seid alles Landratten. Ratten. Ja, ich hab nachgedacht. Warum rauchen wir nicht eine? Ich finde, das sollten wir machen. Das ist gut. Stark. So mag ich das. Diesen Tee kann man ebenso gut rauchen wie kochen. Hab ich mir auch gerade gedacht, ey. Außerdem kann er jede Krankheit heilen. Was? Und sogar deine Eheprobleme lösen. An den Geschmack muss man sich gewöhnen. Aber ich mag ihn sehen. Digga, hör auf zu reden, Alter. Ich muss zum Zahnarzt, Mann. Nicht mehr. Ich habe um 17.30 Uhr einen Termin. Er redet immer noch. Er redet zu viel. Gut. Macht mich aber auch müde. Hör mal, Bandit. Ich sag dir was. Bleib einfach hier bei uns. Es macht Spaß, hier zu leben. Wir können uns unterhalten, essen, trinken, so viel wir wollen. Morgen suchen wir dir eine Hütte. Bis dahin mache ich dann mal ein Nickerchen. Boah, er ist eingeschlafen. Hör auf zu spielen! So, und was kann ich jetzt machen? Ihn töten? Opi! Kann ich hier schlafen? Nein. Ich kann hier was durchschneiden. Ah, okay. Wir können da hoch. Das sehen wir aber im nächsten Livestream, meine lieben Freunde. Ich muss jetzt leider los. Wir haben heute mal eine Stunde früher angefangen. Danke fürs hier sein. Wieder mal. Fürs Unterstützen und so weiter und so fort. Fand ich super, super nett von euch. Wir sehen uns morgen wieder. Ja, weil ich muss zum Zahnarzt. Deswegen sage ich danke fürs Zusehen und wir sehen uns morgen wieder. Morgen streame ich wieder. Von 16 bis 18 Uhr. Danke. Ja, freut mich immer wieder, dass Leute noch da sind und unterstützen. Deswegen, tschüss und bis morgen.